Jo Leute, willkommen zurück zu Borderlands Pre-Sequel Part 2. Letzte Folge war 4 zu 3, das ist ein bisschen blöd, das tut mir auch leid. Aber diese Folge ist besser. Diese Folge müsste jetzt 16 zu 9 sein. Und wir schießen uns jetzt auf den Mond, ne? Genau. Dann los geht's. Der Mann, der meinen Freund ermordet hat, ist dort geblieben, während du geflüchtet bist? Nie im Leben. Ob das Heldenmut oder reine Strategie war, kann ich nicht sagen. Aber wäre Jack nicht geblieben, um die Kapsel zu starten, wäre ich wohl auf der Helios gestorben. Deine Story macht Handsome Jack direkt sympathisch. So ein Mist. Okay, wir sind feuerbereit. Wenn du soweit bist, schieße ich dich nach Concordia, die größte Stadt auf Elpis. Ich kenne wen, der dir helfen kann, das Störsignal zu finden. Okay, bist du ready? Ich bin ready, kann losgehen. Die Zwischensequenzen sehen immer so viel besser aus als das Spiel, ne? Die sind echt brutal. Sieht aus wie bei Star Wars. Nein, so rein gar nicht. Jetzt kommt gleich das nächste. Ich glaube, das wird sogar von Fracturp angemerkt. Auf dem Mond gibt es ja keinen Sauerstoff. Aber wir brauchen trotzdem so ein Os-Kit, um Sauerstoff zu kriegen. Ich glaube, Fracturp macht da gleich auch nochmal eine schöne Bemerkung zu. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Wer ist die? Die stellt sich gleich vor. Was? Hallo? Hallo? Hallo, ich dachte, du bist die Ersatzteillieferung. Das Tolle am Roboter-Dasein ist, dass du nicht gleich erstickst. Alles okay? Klar, im Moment schon, weil du gerade keine Luft brauchst und so, du Glückspilz. Aber da draußen gibt's trotzdem jede Menge Kropfzeug, das dich killen will. Hier also mein Plan. Wenn du bereit bist, öffne die Tür und folge mir zu meiner Sauerstoffblase. Dort können wir reden. Klingt das gut? Sag nichts. Ich weiß, es klingt gut. Okay, möchtest du die Tür öffnen? Spektakulär. Schwarzmuttenderin. Alles klar. Verdammtes psychosomatisches Bedürfnis nach Sauerstoff! Hierüber! Bist du die Sache? Weil ich hab, glaube ich, ein. Nee. Was hatte ich gerade mit Tab? Hier lang! Voll geil, dass man hier so langsam runterfällt. Nein. Warum machst du es wieder aus? Weil ich auch so atmen kann. Ja. Wir schon. Und wir haben jetzt nur eine bestimmte Zeit, wenn wir jetzt normale Spieler werden, oder was? Genau. Dann müsstest du halt wirklich von der Kapsel bis dahin wirklich rennen. Weil du verlierst dann halt auch immer wieder Leben, wenn du zu lange außerhalb der Sauerstoffbasis bleibst. Hm. Genauso ist es, wenn du rumspringst und so. Du kriegst ja gleich so ein Os-Kit und mit dem Sauerstoff kannst du dich halt auch so ein bisschen hinterher boosten. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin Janie's Brüder. Und wenn du das halt alles verbrauchst durch Sprünge, dann ja, stirbst du halt auch irgendwann. Das heißt, Strap-Tip ist so die Schummler-Klasse. Ja, die Noob-Variante. Ja, nice. Aber halt auch am lustigsten, wie gesagt. Können halt schön lustige Sachen skillen. Ist eine kleine Stadt, die von so einem Typen namens Byriff beherrscht wird. Da kann dir sicher jemand helfen. Um die Reise zu überleben, brauchst du ein O2-Kit. Wir nennen sie Os-Kits. Ich habe in der Nähe ein paar kaputte eingelagert. Ich kann sie für dich reparieren. Selbst wenn du nicht so der atmende Typ bist, wirst du froh sein um ein Os-Kit. Geh zu diesen Koordinaten. Räum dort auf. Gut, dann los. Auf jetzt. Weißt du vor? Ist das außerhalb oder innerhalb? Also außerhalb.
Ich bin leider schon nach unten gelaufen. Ich brauche einen Moment länger, aber lauf man vor. Aber er stirbt nicht. Und diese blauen Dinger hier sind wären Sauerstoff, oder was? Genau, da kannst du halt auch mal Sauerstoff holen. Achso. Aber das kann man gleich genauer sehen, wenn wir halt das Ostkit haben. Ich versuche mal gerade so ein bisschen zu spüren, als ob ich ein Sauerstoffatmer wäre. Der dicke platzt dann mehrere kleine auf. Ach hier, diese Eier. Ja, genau. So. Ach du Mann. Ich hab das Ding gesperrt. Ich verteidige dich. Schlag die Schlösser einfach mit deinen Fleischklöpsen weg. Das ist mondisch. Für Hände. Ich weiß nicht, wie ich die Schlösser zerstören soll. Indem du hochspringst und drauf haust. Nahkampfangriff. Wo ist denn? Ach, da oben. Alter, ich werde angegriffen. Ja, chill, es sind ein paar mehr als ich dachte. Meine Waffe geht automatisch, was ist los? Ja, das ist wegen mir. Ach so. Ich habe keine Muni mehr. Warum hast du das gemacht? Ja, weil da voll viele Gegner kamen. Könntest du auch diese Schurken für mich killen? Ich habe keine Lust, wieder zerfetzt zu werden. Oh. Was für Schurken? Ja, die Dinger, die da waren. Auskit. Gut zum Atmen, für Doppelsprünge und zum Zerquetschen von Gegnern. Also, zum Dank, dass ich dir das Leben gerettet habe, wirst du ein anderes Leben beenden. Dein Opfer heißt Deadlift. Er ist in der Nähe und er ist ein Arsch. Und die würde ich wohl nehmen, die Grüne. Ja, nimm. Zu bringen. Du hast da aufgeräumt? Ich komme runter. Bring das kaputte Oskit zu mir, dann repariere ich's dir. Und zack. Viel geiler mit der Mondschwerkraft hier. Ja, das ist halt echt cool. Ich mach das jetzt sauber. Heile mich. Ja, genau. Wie machst du das jetzt? Deadlift führt ein paar Scavengers. So, jetzt haben wir so ein U2-Dingens da unten. Wollen wir ein paar Nebenmissionen auch noch, oder? Damit wir halt nicht so unterlevelt sind irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Dann nehme ich die schon mal an. Er hat den Digistruck-Schlüssel für meine Sumi-Stationen. Und das kann ich, wenn ich Leertaste gedrückt hätte. Ja, oder halt nochmal drücken. Dann gehen immer so 10 Stück weg, ne? Wollen wir eine Nebenmission anfangen? Können wir das machen? Ja gut, wo ist ich habe meinen ersten Skillpoint. Also ich gehe ein bisschen auf diesen mittleren Balken, die Supporter-Schiene. Und dann gehe ich auf den Angriff. Ja, kannst du jetzt überlegen, ob du eher den rechten oder den linken nehmen möchtest. Eher den rechten. Hä? Ach so. Was denn? Muss man so austauschen. Ja, genau. Guck mal, einmal die Mission. Ja, ich gehe zum Sprungpad, das heißt wir müssen... Achso, das ist eine coole Mission, die musst du machen. Die ist nämlich echt lustig, die muss in der Aufnahme zu sehen sein. Warte mal gerade. Ich hab erstmal was geskillt hier. Lauf schon mal dahin, wo wir hin müssen. Wenn ich hier was kille, dann geht das ja für dich auch. Das ist ja ganz cool, die EP wird ja automatisch geteilt. Ist halt echt voll gut. Weil das halt irgendwie scheiße wäre, wenn man dann da an einem Level ist. Wenn eine zu große Entfernung auseinander, dann wird das nicht mehr geteilt, wird das halt um. So, du gehst zu dem Punkt, ich geh mal hier hinten hin, töte noch ein paar Gegner. Hui. Weil die Mission kannst du halt eh nur alleine machen. Achso, dann mach ich kurz.
Hier kann man was kaufen. Zum Glück hat dir Borderlands das gerade eben erklärt, sonst wüsstest du das jetzt gar nicht. Genau. Mensch, danke Borderlands. So, muss ich jetzt hier hoch oder was? Achso. Nicht schießen, immer im Nahkampf gehen. Ja, wie gesagt, das stand bei mir gerade eben auch. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier machen muss. Das wird erklärt. Oder steht da, warte auf zwei Spieler? Nö, ich stehe jetzt hier oben einfach und du bist da unten. Ne, du musst dahin, wo der Punkt halt ist. Oh, ich komme. Ja, ich bin auf dem Weg, ich bin gerade hier oben lang gelaufen. Warte. Ne, du musst nicht nach drinnen. Hier ist der Luftleerhafen. Ja, aber du musst nach draußen. Also hier ist Springs. Ja, du musst aber draußen hin zu dem Punkt. Ach so. Ja. Hier zu mir. Warte. Und ich guck mir das jetzt schön an. Das ist echt eine lustige Sache. Die habe ich beim ersten Mal, als ich gespielt habe, auch richtig gefeiert. Der Mond ist nicht genug. Oh, ich bin gespannt. Wie komme ich denn da hoch, Alter? Ich bin gerade irgendwie im Kreis gelaufen. Wie komme ich da hoch? Sag mir das. Hier über die Leiter. Ich habe ein paar Kameras am höchsten Punkt deines Sprungs installiert. Ach so. Du musst dich nur in die Luft katapultieren und irgendwas motivieren. Und dann springst du hier vorne drauf. Nochmal zum Mitschreiben. Sag was Motivierendes. Mich verarschen. So, jetzt da drauf. Ja, okay, ich bin gerade irgendwie im Kreis gelaufen. Und jetzt musst du da zum Sprungpad. Und da oben ist eine Kamera. Knall sie ab, bevor du landest. Dann wird das Poster noch besser. Und sag dabei wieder was Motivierendes. Wo sind die Poster? Ach, die Enten. Sehr schön. Jetzt zum großen Finale. Spring in die Luft und krache auf das Druckpad, indem du dich duckst. Dann sag was Cooles und mach dabei dein badassigstes Gesicht. Und du musst jetzt hochspringen. Jetzt musst du dich ducken, damit du runterknallst. Wie ducke ich mich? Mit C. Warte, wo musst du drauf schmettern? Schmetter auf den Gegenstand steht. Nee, du musst hier vorne, hier dahin. Hier musst du. Okay. Und jetzt? Achso, jetzt haben wir hier Knete bekommen. Mann, ja, dann gib mir die Plakate. Okay, jetzt müssen wir die Plakate holen, die müssen wir gleich oben aufhängen. Ja, Borderlands. Alles super, komm zurück. Ich druck schon mal, es ist nicht spannend. Okay. Das kannst du dir ein NAS-Kit auswählen. Nicht ausflippen. Deadlift, der Kerl, den du killen solltest, hat gerade einen Stapel Motivationsposter bestellt. Ich hab halt Motivationsprobleme. Begib dich zu seinem Schiff und häng sie überall auf. Hier. Man muss natürlich nur ausrüsten, ne? Hab ich das noch nicht gemacht, ich hab's gerüstet. Okay. So, ich hab ihr Zeug. Genau, hab ich schon aufgenommen. Jetzt raus hier. Ja, jetzt gucke ich gerade mal. Deadlift. Brauchen wir eine Sniper? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke noch nicht. Na gut. Weil sonst hätten wir jetzt noch die eine Nebenmission machen können. Weil die Jenny Springs, oder wie auch immer sie heißt, hat ein Märchen geschrieben und das würden wir halt quasi vervollständigen. Ja, weil so, wenn die Sachen halt abhanden gekommen sind. Lass doch die Nebenmission machen. Ja, können wir auch machen. Dann hätten wir ja noch mehr Level. Ja, gut, dann machen wir die erst. Das heißt, dann machen wir jetzt noch die Nebenquest und dann ist die Folge schon wieder vorbei. Aber ich hab sie verloren. Wir können halt auch. Könntest du mir auch sagen, wie du sie findest? Wir können auch das nebenbei machen, oder? Falls wir auf dem Weg da irgendwelche Leute finden, die das unterschreiben. Hey, egal.
Versuch du dein Glück. Da unten. An dem Seil. Wie soll ich das machen? Du musst runterspringen. Es war einmal ein Mond. Easy. Dann kamen diese Militärtypen und haben dort gegraben. Sie wurden gierig und gruben immer tiefer und so ein Scheiß. Bis der Mond aufbrach. Alle starben. Und wenn sie nicht gestorben wären, würden wieder oben, sie ne? vielleicht noch leben. Ende. Wie findest du das? Zu wenig Action. Ich werde darüber nachdenken. Ich glaube, in meinem alten Lager ist noch so ein Buch. Wurde damals von Kragons überrannt, die meine... Sie haben sie getötet. Ich wollte gerade schon sagen, ob du das Spiel schon mal gespielt hast, weil du genau hier hingerannt bist. Aber anscheinend nicht. Ja, das war jetzt irgendwie eher ein Zufall. Sprang Craig in Flamey, bis voller Wut die arme Janie. Sie schoss ihr mitten ins Gesicht. Den Schädelknochen fand man nicht. Und? Wie? Das große Bersten hat Kragons erzeugt? Du machst mir Angst. Schön gesagt, gutes Feedback. Oh, da fällt mir ein, Flameys Sohn schuldet mir ein Leben und seines hat er ja noch. Spür ihn auf und nimm es ihm, verstanden? Auf geht's. Töten. Bring Flamey zur Strecke. Bastard ist riesig geworden. Leg ihn um. Keine Muni mehr, erstmal andere Waffen. Ja. Rache ist süß. Schau mal, er muss das letzte Buch gefressen haben. Das hier trägt den Titel Baby Crab. Hast du das? Ja, gut. Baby ja, ich hab's aufgenommen. Er wurde eines Tages mit seiner Mama Flamey aus dem Spalt. Da sahen sie seltsame zweibeinige Wesen und dachten sich, endlich was zu fressen. Dein Ding tanzt also jetzt auch. Baby Crab und seine Mama cool. über das Lager her. Flamey rief seinen Zweibeiner übel zu und Baby Kragan tötete einen weiteren. Ach ja. Dann rannte Baby Kragan weg wie so eine feige Bitch. Dummes Stück Scheiße. Das hier muss beschädigt sein oder so, keine Ahnung. Bring sie zurück, ach, während ja. ich noch eine Story schreibe, in der du ein fieses Feuermonster tötest. Oh, darf ich der Zauberer sein? Okay. Gehen wir ab und dann ist jo, Ende. Dann bis zum nächsten Mal. Im Luftklärhafen. Ja, müssen wir jetzt nicht drauf haben, wie wir abgeben, ne? Wir haben es ja gemacht. Und von meinem Rasen. Ein paar Verlage sind interessiert, aber nur wenn ich die Passagen rausnehme, in denen Leute und Baby Kragons draufgehen. Aber ich so. Nö. Ja, dann bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss. Tschüss.